Hallihallo, Hallöle und willkommen bei mir am Kanal bei Shimmy Zockt. Last Day on Earth vom Noob zum Pro, Folge 29. Ich wollte gerade eigentlich nach der letzten Aufnahme, wo ich den Recycler erklärt habe, losziehen, nur schnell die Tagesaufgaben erledigen. Dann ist hier wieder ein Event aufgepoppt. Da steht einfach nur drüber: Event. Sieht so aus, als würde das Tagebuch von Carlos Rudy diesen Ort ganz gut beschreiben, zeigen. So, jetzt haben wir 3 Stunden Zeit. Hier ganz in der Nähe unserer Base ist ein Carlos-Versteck. Wer ist Carlos? Das fragt sich jetzt bestimmt der ein oder andere, der einfach die Überlebensanleitung, so wie ich, einfach durchgespielt hat. Wer aber die aufmerksam verfolgt hat, wird feststellen, dass hier oben immer Text gestanden hat von Carlos. Erfüllen Sie Tagebuchaufgaben und verbessern Sie Ihre Überlebensfähigkeiten. Erfüllen Sie alle Aufgaben und verdienen Sie Belohnungen und Shopperteile. Schalten Sie die Vollversion des Tagebuchs frei, um die Geschichte von Carlos und für wertvolle Belohnungen. Also da brauchen wir nicht die Vollversion für. Das geht auch durchaus komplett ohne. Aber hier stand nämlich immer ein Hinweis von Carlos. Letzte Notiz kann man sich jetzt hier noch alle durchlesen. 14 Notizen gibt es am Anfang von Carlos Rudy, bla 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 bla. Und jetzt gibt es hier zum Schluss noch ein Event. Carlos Versteck. Da weiß ich, da müssen wir eine Schaufel mitnehmen, weil da müssen wir was ausgraben. Deshalb geht es jetzt nochmal schnell rein in die Base. Wie gesagt, ich wollte eigentlich gerade losrennen. Noch schnell die Tagesaufgaben erledigen. Das ist jetzt also quasi 1 Minute her, dass ich das Video zum Recycler aufgenommen habe. Aber was soll's, was soll's. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Da gammelt einer bei mir in der Base rum. Was bist denn du hier? Hast du diesen Stoff dabei? Oh, ein Seil geht auch. No, wir müssen schnell eine Schaufel besorgen, weil da weiß ich, die braucht man. Bevor ich jetzt dahin laufe und feststelle, dass ich eine Schaufel brauche, kann man sich direkt vorbereiten und nimmt direkt eine Schaufel mit. So, hier brauchen wir Eisenbarren und Nägel waren's, ne? Diesmal brauchen wir die Schaufel aber nicht als Waffe zu kämpfen, sondern wir brauchen sie als Werkzeug zum Graben. Oh, der ist immer nur Hunger, Hunger, Hunger. Hunger, 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 tätere. Ach, ich wollte nur das Bein noch schnell weg. Ach, hier gehen wir schnell am Möhrenbeet vorbei. Nom, 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 nom. Zwei Möhren essen, so. Schaufel wegschmeißen. Zack. Schaufel. Seil. Seil. Schaufel mitnehmen. Schaufel auf jeden mitnehmen. Wer das jetzt nicht weiß, der kann natürlich auch erstmal hinlaufen, um dann festzustellen, dass er eine Schaufel braucht. Aber ich weiß, dass wir eine Schaufel brauchen. Deshalb vorher eine schnell zusammengezimmert. Und mal in Carlos Versteck laufen. Hier findet man hier, guck mal hier. Angeblich soll es hier sehr gute Beute geben und keine Gefahr. Laufen wir schnell mit 10 Energie dahin. Hier auch immer noch nicht wundern, wer die Videos später schaut. Das hier ist von einem Event, was zurzeit läuft. Rocker Event. Das werdet ihr nicht auf der Karte haben. Wird wahrscheinlich auch nächsten Sonntag wieder verschwinden. In 5 Tagen, 4 Tagen. Carlos Versteck. Schnell hin da, genau. Hier haben wir jetzt. Mal da. Ach, jetzt hätte man hier, ja, siehst du, hätte man auch ein gutes Beil mitnehmen können, wie die Eiche zu fällen. Also hier gibt es sonst gar nichts. Hier gibt es ein paar Bäume, ein bisschen Holz, ein bisschen Steine. Was haben wir hier? Ein Hirsch. Kann man auch mitnehmen. Hier, kommst du mit. Und dann hier. Oh, das ist neu. Es gibt hier eine Schaufel geschenkt. Gucke mal. Es gibt eine Schaufel geschenkt. Okay, ich wusste, dass man eine Schaufel braucht, aber dass die Schaufel hier rumsteht. Okidoki, streicht alles, was ich vorher erzählt habe. Einfach hier hinlaufen. Schaufel nehmen, Schaufel benutzen, ausgraben und hui machen. Hui. Hui. Also muss ich nochmal hier hinlaufen, weil so viel kann ich gar nicht mitnehmen. Hätte man jetzt gar nichts mitgenommen, okay. Dann als Tipp für euch, Carlos Versteck. Geht nackt hierhin. Nur mit dem Rucksack. Beziehungsweise ihr könnt sogar Klamotten und Rüstung anhaben. Klamotten und Rüstung, genau. Klamotten und Waffe. Wenn man das Tier jetzt nicht getötet hätte und wenn ich das nicht alles mitgenommen hätte, hätte es sogar gereicht, dass ich alles mitnehmen könnte. Der Motor ist halt ganz nice für Shopper. Eine Winchester ist so ungefähr. Ich weiß nicht, ob die Zipgun oder die improvisierte Pistole die schlechteste Schusswaffe ist oder ob die Winchester die schlechteste Schusswaffe ist. Kann man aber durchaus im Bunker Alpha benutzen, um die Riesen zu töten. Das werde ich, glaube ich, auch tun dann demnächst. Ich habe auch noch 2 Stück, glaube ich, in der Inbox von der Überlebensanleitung. Ansonsten ein paar schicke Sachen hier drin. Doch, 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 doch. Gut, also ich Schaufel nicht bauen. Es gibt eine Schaufel hier.
wenn ihr das Fleisch und das den Pelz noch mitnehmen wollt, keine Waffe ausrüsten und keine Rüstung anziehen, dann könnt ihr nämlich die Rüstung anziehen und die Winchester ausrüsten. Könnt dann sogar die Bohnen in die zweite Hand ausrüsten, wenn ihr da nichts drin habt. Dann könnt ihr auch noch den Hirsch erschlagen. der Schraubenschlüssel, sehr geil. Das lassen wir hier. Ja, ich habe jetzt einen Recycler. Jetzt 3 Batterien sind jetzt super geil. Leder, es ist jetzt eigentlich alles super geil. So, das heißt, ich laufe jetzt nach Hause und hole den Kram hier wieder. Bring noch ein dickes Beil mit, da kann ich den Baum nämlich noch fällen. Und ja, das war dann Carlos Versteck. Das ist jetzt so quasi der Abschluss dieser Überlebensanleitung, wenn man sich den Text denn durchgelesen hat oder hätte. Hätte, ne? Wie das immer so ist. Tut man ja nicht, klickt man einfach durch. Ich bin auch in den ganzen Folgen nie drauf eingegangen, was da für ein Text steht. Könnt ihr euch ja mal durchlesen, was in der Überlebensanleitung steht. Das ist quasi jetzt so, der Carlos war so eine Art Guide, der uns halt hier durch die, mit der Überlebensanleitung ein paar Tipps gegeben hat, was wir alles tun können. Ja, guck mal, dann haben wir jetzt, das letzte Video ist länger geworden als gedacht und jetzt haben wir nur ein 6-Minuten-Video. Sei es drum, wollte ich gemacht haben, gezeigt haben, Carlos Versteck ist quasi so das Finale der Überlebensanleitung. Das ist der, der uns hier immer die ganzen Aufgaben gestellt hat und die Tipps gegeben hat. Ne, hier, was weiß ich, Notiz Nummer 8, geh zu dir bekannten Orten, besuche die Orte an dem einfachsten der Reihe, blablabla. Und das sind dann halt die Aufgaben von Tag 8. Und ganz am Anfang sieht man halt, dass das der Carlos Rudy ist, der uns hier die ganzen Tipps gibt. Und ganz am Schluss, ich weiß jetzt nicht, ob das, ich bin jetzt bei, wie gesagt, Tag 19, ne? Ob 18, ich weiß es nicht, 18. Ob das damit zusammenhängt, dass es genau an Tag 18 kommt oder ob da vorher was man erst einen Recycler gebaut haben muss oder ob man erst eine gewisse Punktzahl erreicht haben muss, das kann ich euch leider nicht sagen. Ob das abhängig ist von dem Level, abhängig ist vom Tag oder abhängig von den erledigten Aufgaben, wobei die erledigten Aufgaben und das Level ja eigentlich fast das gleiche ist, ne? Das kann ich euch leider nicht sagen, womit genau das zusammenhängt, aber wenn ihr dieses Carlos-Event habt, dann ja, nackt hinten, oder Carlos-Versteck heißt es, dann ohne Ausrüstung keine Schaufel bauen. Ich bin total wieder auf dem Leim gegangen. Ich wusste, man braucht eine Schaufel, ich wusste aber nicht mehr, dass die Schaufel dann da rumsteht. Und dann bekommt ihr halt auch ein paar nette Items, ne? Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Den Motor auf jeden Fall. Kohle ist auch ganz nice, sind zwar nur 5 Stück. 10 Liter ist ganz schick. Eine Aluplatte, Schraubenschlüssel, ist alles ganz, ganz nice. Gut, die Zigaretten, ja, kann man sich drüber streiten. Die Brustrüstung und wie gesagt, die Winchester, auch wenn sie meiner Meinung nach eine der schlechtesten Waffen im ganzen Spiel ist, für die Riesen im Bunker kann man die ganz schick benutzen. Oder für die Mampfe in der Polizei. Oder, ja, wo noch, keine Ahnung. Überall da, ja, Farm vielleicht, auf der Farm noch für die wilden Riesen. Ja, ja, ja. Aber können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich laufe jetzt nochmal nach Hause, hole ein dickes Beil für die eine Eiche, pack meine Sachen da wieder ein und laufe dann endlich mal hoch hier in den Wald, um die Tagesaufgaben zu erledigen. Dann war das ein super kleines, kurzes Video. Mal schauen, ob ich am heutigen Tag, wo ich das hochlade, noch ein zweites hinterherlade. Ich weiß gar nicht, welches Video jetzt hier dann danach kommt, weil das hier war eigentlich gar nicht geplant. In dem Sinne bedanke ich mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugeschaut habt bei diesem kurzen, kleinen, knackigen Video, Carlos Versteck. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Abend, eine gute Nacht, schönen guten Morgen, Mahlzeit oder guten Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Vergesst nicht zu kommentieren wegen des Giveaways, lasst einen Daumen da. Wer zum ersten Mal schaut, drückt bitte auf die Glocke für die Benachrichtigungen und auf das Abo, damit ihr keine weiteren Videos und Livestreams von mir verpasst. Und ich sage bis dahin, bye bye, macht's gut, euer Shimmy.